Hallöchen, Popöchen, wie geht's, wie steht's? Heute ein weiteres Zigarren-Review von mir. Und zwar haben wir die Gurkha Real vor uns liegen. Gibt's in Deutschland noch nicht zu kaufen. Das ist halt auf jeden Fall auch eine Messe-Neuheit. Gibt's in Amerika seit September zu kaufen. Und es hat ein Ecuador-Deckblatt, ein dominikanisches Umblatt. Und als Einlage nehmen sie einmal Criollo 98 Ligero, Criollo 98 Seco und Nicaragua Seco als Einlage. Genau, wird dort in diesem Toro-Format 8,50 Dollar kosten. Weiß nicht, wie das hier dann sein wird. 13 Euro wahrscheinlich rum, schätze ich jetzt einfach mal. Ist wie gesagt eine Neuheit. Und ja, bin gespannt, was sich dahinter verbirgt. Machen wir mal den Kaltgeruchtest. Grasig, heuig, Schokolade ein bisschen jetzt im Nachklang, Kaltzug hinten dran. Kaltzug ist so ein bisschen kräuterhaft, würde ich jetzt mal sagen. Kräutertee in die Richtung, soll eine sehr milde Zigarre sein. Und ich merke jetzt schon im Nachhinein so einen Tick auch Pfeffrigkeit. Ja, dann machen wir sie an und dann schauen wir mal, ob die neue Gurkha Real dann auch real good ist. So, machen wir die Zigarre mal an. Im schönen Connecticut Deckblatt hier. Echt gespannt. Ich glaube, Gurkha hat da dieses Jahr drei neue vorgestellt und das ist eine davon. Natürlich auch. Mal gucken, ob ich das dieses Jahr noch hinkriege mit dem Review. Ich möchte ja nicht nur Gurkha jetzt noch machen. Bisschen Creme, bisschen Würze, bisschen Nuss, puh, bisschen Maggi-Würze würde ich jetzt sagen. Ja, schauen wir mal weiter. Ja, also sie ist schon recht würzig, pfeffrig würde ich sagen. So ein bisschen Nuss. Was Buttriges ist auf jeden Fall auch da, aber eher so was mehr fast holzig scharfes auch. Also ich weiß noch nicht, was ich von der Zigarre bis jetzt halten soll. Und ja, schauen wir mal. Ja. Schwer zu sagen, so ein bisschen was Keksartiges kommt hindurch, ein bisschen was Süßes, Nussiges nach wie vor und ja, die Schärfe bzw. dieses würzige Maggi-Aroma, das ist immer da. Jetzt wird sie auch, also die Butterigkeit ist jetzt komplett weg, jetzt wird sie auch recht trocken auf den Lippen. Abbrand ist, naja, Asche sehr fein und nicht fest, also fliegt gleich runter. Und hat auch so einen gewissen Zugwiderstand und auch nicht so ein hohes Rauchvolumen. Das ist so das, was ich momentan dazu sagen kann. Das ist Rauchvolumen. Hat es auf jeden Fall zugenommen. Und ja, sie wird jetzt durch die Domrap-Geschichte schon ein bisschen holziger, schärfer ein bisschen und die Nicaragua-Geschichte, dann ist so ein bisschen dieses Gewürz einfach noch nach wie vor da und ja, jetzt kommt so die Erde ein bisschen mehr durch und
Das Keksartige ist aber nach wie vor immer wieder so ein bisschen da. Ja. So ein bisschen was Schokoartiges auch. Also es geht. Ja, es ist eine gute Mischung irgendwie aus Schärfe, Würze, aber dann auch wieder was toastig-teigiges, keksiges, was leicht süßes, schokoladiges, ja. Also hat schon ein bisschen was zu bieten. Also das auf alle Fälle. Jetzt mal hier den schönen Sonnenstrahlen ein bisschen zusehen. Ja, das ist so meine Zeit jetzt hier im Wald, frische Luft, die Zigarre zu genießen. Ja, also es gibt in dem Sinne kein großes Update. Hat so was leicht Süßes, Nussiges, Keksartiges und so ein bisschen dieses Gewürz, dieses Scharfe. Also ich würde sie nicht als milde Zigarre bezeichnen und für Anfänger eventuell am Anfang so dieses würzige Maggi, pfeffrige, das ist schon sehr lange da, also nicht unbedingt jetzt für Anfänger meiner Meinung nach geeignet. Also die erste halbe Stunde muss man schon überstehen, sage ich jetzt mal. Und dann öffnet sie sich aber und wird dann schön komplex, was ich halt gesagt habe, leicht schokoladig, keksig, ein bisschen Erde, scharf und so weiter. Ja. So, habe jetzt nur gemacht, um einen schönen Shot hier zu kriegen. Jetzt sind wir bei 90 Minuten. Hat sich nichts groß verändert. Ja, also mit Gurkha bin ich hier noch nicht so warm geworden. Die Marquesa war richtig schön. Ja, eine 3,5 Würze. 3,5 von 5.